Schön, dass du eingeschaltet hast zu unseren Bärlauch-Gnocchis. Dafür brauchen wir natürlich jede Menge Bärlauch, Grieß, Butter, Stärke. Da könnt ihr Weizenstärke und für die glutenfreie Variante nehmt ihr bitte Maisstärke, Ei, mehlig kochende Kartoffeln, keine Jugendkartoffeln, bitte da auch die ganz normalen mehlig kochenden Kartoffeln darauf achten bitte. Ist ganz entscheidend für die Konsistenz, also keine, wo drauf steht Salat oder Pellkartoffel, wirklich mehlig kochende Kartoffeln. Pfeffer und Salz. Das ist so ein bisschen eure Geschmacksvariante, wie viel ihr davon reinmachen möchtet, müsst ihr abschmecken. Und wer mag natürlich, da wir mit Kartoffeln arbeiten, Muskatnuss. Und wir starten jetzt. Als erstes werden wir die Kartoffeln 20 Minuten weich kochen mit der Schale. In der Zwischenzeit wasche ich den Bärlauch und schneide ihn grob. Trocknet die Bärlauchblätter gut ab, denn je mehr Wasser ihr drin habt, umso feuchter werden eure Gnocchis und so schlechter lassen sie sich formen. Den Bärlauch gebe ich jetzt in einen Behälter, eine Prise Salz dazu, um die Farbe noch ein bisschen zu erhalten, und das Ei kommt mit hinein. Das Ganze werde ich jetzt mit dem Pürierstab klein mixen. Wer keinen Pürierstab hat, nur einen normalen Multizerkleinerer, auch damit wird es funktionieren. Der Bärlauch ist püriert und ihr seht, es ist richtig schön feines Püree geworden. Also ich habe es, wie gesagt, mit meinem Zauberstab gemacht. Damit hat es richtig gut geklappt und da ist noch das Ei mit drin. Die Kartoffeln habe ich jetzt schon mal gepellt. Die sind auch noch richtig dampfend. Ich weiß gar nicht, ob ihr es erkennen könnt. Die sind richtig heiß und die pressen wir jetzt ganz heiß, wie sie sind, hier in eine Schüssel, denn jetzt geht alles ganz, ganz fix. Dazu nehme ich meine Kartoffelpresse. Nicht wundern, dass die sieht schon ein bisschen älter aus, das ist sie auch, die ist nämlich noch von meiner Oma. Und mit mehlig kochenden Kartoffeln geht es eigentlich relativ leicht. Und jetzt geht es ganz einfach weiter. Jetzt geben wir alle Zutaten, die wir haben, noch mit dazu. Dazu eine richtig große Prise Salz oder zwei. Pfeffer und eine Prise Muskat. Das Ganze verrühren wir jetzt zu einem schönen glatten Teig. So sollte euer Ergebnis jetzt aussehen. Schmeckt den Teig bitte nochmal jetzt, wo er durchgerührt ist, mit Salz und Pfeffer ab, denn er wird danach im Salzwasser zwar noch gekocht, aber das Grundgerüst sollte schon stimmen. Wir gehen jetzt her und rollen ihn auf einer bemehlten Unterfläche aus. Ich habe mir jetzt ein Stück vom Teig rausgeholt, habe es ausgerollt. Und nun schneiden wir es in 2 cm große Stücke ungefähr. Ich nehme dafür jetzt schon eine Gabel. Und dann können wir das Ganze zur Kügelchenform und unser Muster mit der Gabel hineinpressen. Vorteil bei mir, werden sie eh seltenst rund. Und mit einer großen Gabel drücken wir uns das Muster leicht hinein. So, und das mache ich jetzt mit allen weiteren Gnocchis. Also. Und anschließend werden sie dann gekocht. Ich gebe sie dann auf einen Teller, indem ich noch ein bisschen Maisgrieß oder normalen Grieß ausrolle, sodass sie nicht aneinander kleben können. Das Wasser sprudelt jetzt schon schön. Und nun geben wir unsere Gnocchis hinein. Ich hole mir sie mal her. Und gebe sie schon mal rein. Die müssten jetzt eigentlich alle genau unten sein. Lasst das Wasser leicht sprudeln, also nicht kochen wie verrückt, sondern wirklich nur leicht. Und wenn sie hochkommen, sind sie fertig. Noch kurz in Butter schwenken und dann reicht es, wenn ihr ein bisschen Parmesan drüber macht. Wenn ihr möchtet, könnt ihr aber natürlich auch eine Käsesahnesoße dazu machen, eine Tomatensoße. Farblich ein absolutes Highlight. Also da seid ihr wirklich ungebunden, was ihr da noch mit ergänzen könnt. Denkt dran, es schmeckt nach Knoblauch, dass es auch dazu zu dem Aroma her passt. Ich mache sie als Hauptgericht, ihr könnt sie aber auch gerne als schöne Effektbeilage dazu essen. Wenn ihr noch welche übrig habt, also das bei uns gibt es locker für 2 Personen, 2 Portionen. Ich backe die auch mit durch und koche die auch mit durch und dann friere ich diese ein, wenn sie trocken sind. Die ersten kommen schon, seht ihr es? Da, die schwimmt schon oben.
Die dann also rausholen, in Butter schwenken und genießen. Also viel Spaß beim Nachmachen, freut euch auf die Bilder danach. Und wenn ihr meinen beiden Blogs, ich habe es ja jetzt sowohl für Anders Backen als auch für Silkes Welt gemacht, der Unterschied ist, auf Silkes Welt ist es normale Küche, auf Anders Backen ist es weizenfrei und hier in dem Fall auch glutenfrei. Denn alles, was ihr hier mit normalem Mehl macht, könnt ihr hier durch Maismehl ersetzen. Und natürlich Kartoffelstärke wert. Und ihr seht, sie sind gleich fertig. Also viel Spaß beim Genießen. Eure Silke von Silkes Welt und von Anders Backen. Und schaut auf den Blogs, da findet ihr noch mehr Ideen. Also bis dann.